Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Victor Vran. Und zwar ist mir ein leichtes Missgeschick passiert. Das habe ich aber auch unter die Folge am Montag geschrieben. Ja, was soll ich sagen? Die Folge vom Montag ist nicht die Folge vom Montag oder anders formuliert. Mir ist eine Folge flöten gegangen, wo ich den Bosskampf leider Gottes euch nicht zeigen kann. Ist jetzt im Nachgang nicht mehr zu ändern. War eigene Dummheit. Wie auch immer. Ja, habe ich mir gedacht, heute ist Sonntag, nehme ich noch ein paar Folgen auf, weil nachher nehme ich noch mit dem Dan von den Anus-Trompeten ein bisschen The Forest auf. Also gut, schauen wir einfach mal. Wir wollen zur Witwenmine, das ist der Plan. Also bewegen wir uns da mal hin. Oh, wir sind sogar in der Witwenmine. Ja, erkunde die Witwenmine. Ich habe eine andere Waffe angelegt. Ich bin mal. Konnte Zagoravia zu einer Falle für Jäger werden? Man weiß es nicht. Was hat sie alle davon abgehalten, die Stadt zu verlassen? Man weiß es immer noch nicht, aber wir schauen einfach. Zurückgekehrt. So viele Fragen. Ey, lass das mal. Ich habe einfach mal eine andere Waffe angelegt, weil diese Waffe hier ganz gut Dampf macht. Ey, nice. Die macht ganz gut Dampf. Ich weiß noch nicht, wie lange ich damit spiele, aber ich habe gedacht, bevor wir damit anfangen, habe ich mal so ein bisschen rumgerüstet, ein bisschen ausprobiert, vertickt, Tränke gekauft, wie ihr unten links sehen könnt. Ja. Mal wieder in 240 Sekunden, lalala. Versuchen wir einfach mal. Die Falle ist nur zu effektiv. Ey, nur wenige von was uns sollen das? Leben. Unser Orden wurde nahezu gänzlich zerstört. Ja, das ist blöd. Alter. Kannst den Scheiß mal lassen? Du auch mal eben bitte. Ey. Okay. Oh, die explodieren. So, da liegt Kohle, die wir haben wollen. Ja, ich dachte, ich teste mal ein bisschen mit den Waffen rum, die ich so bei mir im Inventar aufgefunden habe. Ey, lass es. Lass es. Freundchen. Es sind aber doch ein wenig. Ich nehme mal einen Trank. Ein wenig. Alter, geh mir nicht auf den Piss. Schnauze. Was auch immer. 32 von 50. Okay. Was denn? Schnauze. Also die Sense macht auf jeden Fall gut Dampf. Das kann man nicht anders sagen. Gefällt mir, aber ich weiß noch nicht. Sie wird mit Sicherheit auch Nachteile haben. Hallo, Freunde. Aber ich hatte geguckt, ob ich noch irgendwas habe, was mir mehr Schaden bringt. Und ja, da war die Sense jetzt so die erste Wahl. Weil ich teilweise das Gefühl hatte, dass der Schaden, den ich mache, einfach nicht oder gemacht habe, einfach nicht ausreicht. 42 von 50. Wo müssen wir überhaupt hier hin jetzt? Was haben wir hier noch? Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Da kommen wir her. So, gucken wir uns mal. Ach ja, ist klar. Ist klar. Ich mag den Move.
Können wir da mal hinweg? Ja, ja. Hey, bisschen aufräumen sozusagen. Da ist auch nochmal Gold. Das ist auch nochmal Kohle. Jeden Cent können wir gebrauchen. Hallo. Alter, lass den Scheiß mal hier. Kannst das mal lassen? Aua. Verpiss dich. Was an verpiss dich war jetzt so schwierig zu verstehen? Oh, Levelaufstieg. Nice. Transmutationen erlauben dir, deine Gegenstände zu verbessern oder neue Gegenstände zu erschaffen, indem du bestimmte Dinge kombinierst. So, so. Du kannst deine Gegenstände im Schloss transmutieren. Vergiss nicht, die grundlegenden Transmutationsrezepte im Kodex nachzuschlagen. Okay. Was haben wir hier denn? Rote Farbe, grüne Farbe oder blaue Farbe? Oh, mein Kostüm. Ich nehme mal die rote. Keine Ahnung. Fand ich jetzt nicht so wichtig, Farben. Aber vielleicht ist das auch noch meine Sichtweise. Da komme ich nicht durch, ne? Nein. Komme ich da rüber gehüpft? Sieht ja irgendwie aus, als wenn sich dahinter was verstecken würde. Keine Ahnung. Ach ja, Freundchen. Kannst den Scheiß mal lassen. So. Da liegt Kohle und irgendwas aufgenommen. Die vernichtende Schrotflinte ist du landen. Ne, das ist aber nichts. Ich dachte zuerst, das wäre irgendwie was. Okay, auf sie. Noch so wenige von uns übrig sind. Wer dann sind dann die nächste Invasion von Dämonen aufhalten? Niemand, vermutlich. Es ist sinnlos, jetzt so weit voraus zu planen. Alter, ich lass das mal. Finden. Seh zu, dass du wegkommst. Dein komisches Übelzeug geht mir mal voll auf den Sack. Ich habe die Scheißwaffe gewechselt. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Hau ab. Auf jeden Fall mehr Dampf machen sie. Ist natürlich eine etwas andere Spielweise. Aber gut. Hier sollen 0 von 5 Geheimnisse und ich habe bisher noch nicht irgendwas. Alter, lässt du das mal? Ey, 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 das machen wir jetzt mal nicht, mein Freund. Tschüss. Britzel, Britzel, Britzel. Aber wo soll das der... Komme ich da irgendwie hoch? Vermutlich ja, oder? Warte mal. Also, wenn ich hier jetzt vielleicht anfange? Ja. Siehst du wohl. Ey!
Okay. Ah, das ist eine Kiste. Ich vergesse immer das... Ach, Mann. So. Auf jeden Fall ein Geheimnis, wie ich es mal eins entdeckt. Unglaublich, aber wahr. Ich übersehe das immer, weil ich immer auch echt oft nicht dran denke, dass man bei solchen, dass man die, also normalerweise kann man bei diesen Games ja nicht springen. Ne? Das ist ja. Aha. Noch stärker als die Lüge wirkt die Wahrheit, die das Böse birgt. Okay. Ja, ja, ja. Aber was soll das bedeuten? Victor, wie hast du mich gefunden? Naja, Zufall. Kannst du den Geist sehen? Ja. Hat sein Gerede für dich einen Sinn? Nein. Irene, ich bin froh, dich beschäftigt vorzufinden. Ich habe diesen seltsamen Geist schon einmal gesehen. Nicht nur einmal, um das mal deutlich zu sagen. Erkennst du ihn nicht? Nein. Das ist der Geist von Zar Boromir. Aha. Seine Statuen finden sich überall in der Stadt. Das ist schön, ist mir nicht aufgefallen. In stillem Wasser sieben Sterne. Am Himmel sieben Meer. Und siebenmal der Königstochter die Seele. Sündenschwer. So oder so ähnlich. Und wieder ein rätselhaftes Gedicht. Wie immer, wenn er erscheint. Als wolle er mir etwas sagen. Nicht nur dir offensichtlich. Dann verstehe ich ihn einfach nicht. Die Königstochter? Sprichst du von Königin Katharina? Rede mit mir, Geist. Klappt bestimmt perfekt. Die Tochter. Siegel. Die Quelle. Der Welten. Mhm. Ja, kehre zum... Was ist die Quelle der Welten? Ist sie der Grund für die Invasion der Dämonen? Es kann nicht sein. Die Königin muss mehr wissen, als sie zugibt. Mhm. Sie verbirgt etwas. Mhm. Ja, so oder so ähnlich. Ich finde die Map weiterhin scheiße. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Das war so ein bisschen, was mich an dem Spiel stört, dass man da auch nicht ranzoomen kann oder so. Die Jagdgründe, lalala, Victor Wren. Ja, keine Ahnung, wir können ja nochmal nach links abbiegen, finde ich. Was haben wir da? Ja, nix haben wir da. Ich dachte, da könnte man vielleicht hin. Da kann man nochmal eben seinen Hals auf. Kommen wir da hin? Bestimmt irgendwie. Aber da nicht hoch, nein. Ja, wie gesagt, das mit den, wie soll ich sagen, das mit dem Verstecken ist echt... Aha. Ein großer, nicht zu sagender Raum in der Kiste, okay. Ein Geheimnis. So, Freunde, habt mal Spaß damit. Ach komm. Was soll das? Was macht der da? Hallo? Will er mich verarschen? So, wieder ein Geheimnis entdeckt. Was bin ich doch toll. Zwei Geheimnisse in einer Folge. Das muss jetzt auch reichen. Wieso, das war doch echt jetzt nicht so geheim, obwohl doch ein Stück weit geheim war es jetzt, wenn man da so... Das war auch purer Zufall, kann man das so nennen? Ich glaube. Ich glaube, dass man das so nennen kann. Ist das hier auch ein Geheimnis? Nein, nicht irgendwie, ne? Nicht wirklich. Da oben waren wir doch, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Können wir vielleicht so? Oder erst hier ran? Nee. Hier ging es rauf, ja. Ach ja, guten Tag, der Herr. Lass das.
Arschloch, hallo Arschloch. So. Lass das da hinten, du Penner. So, drei durchschlagende Schwert. Du da oben gehst mir auch ein bisschen auf den Sack. Habe ich das schon mal erwähnt? So, Kiste. Geheimnis 3. Uralte Sense des Duellanten. Die sollten wir uns dann später mal angucken. Hallöchen. Alter. Tschüss. Bleib liegen. Da ist auch noch ein Kistchen. Ey, Freundchen. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich gar nicht diese... da habe ich Scheiße beim Umbauen gemacht, ehrlich gesagt. Ey, komm, lass das. Komm her. Den Scheiß lassen wir mal. Das muss ich in der Pausenfolge wieder in Ordnung bringen. Weil ich diesen Sonnenschuss ja sehr geil fand. Das können wir mal aufheben hier. So, ist er durch mit dem Thema? Sieht so aus. Aber eine Kiste ist hier auch nicht, oder? Sind wir sozusagen einmal im Kreis gelaufen? Oder was? Oder wie? Man weiß es nicht. Es hätte ja so nach Geheimnis gerochen. Komme ich da hoch? Ja, normalerweise würde ich sagen, ja. Hä? Hör mal auf hier. Komm mal ran. So, hier mal rauf. Da. Ich glaube, hier waren wir schon. Ich kann da zwar falsch liegen, aber... Ja, hier waren wir schon. Hier ist nichts weiter. Schade, schade. Die gehen jetzt in die Luft. Saria hatte Bumm gemacht. Nun gut. Ich finde, das waren jetzt, glaube ich, 4 Geheimnisse in einer Folge. Ich finde, das ist schon okay. Wo ich ja sonst nicht so der Geheimnisfinder bin. Dann gehen wir hier mal raus, würde ich behaupten. Ach ja, du bist auch Arschloch. Verpiss dich. Lass das, du zielst nicht auf mich, Arschloch. Machst du nicht. Du auch nicht. Ne, so richtig von abhalten lassen hat er sich da auch nicht. Die Witwermine, die war ganz gut. So. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie sehen, dass wir... Ach komm, echt jetzt nicht. Das war ist nicht dein... Ach scheiße, leck mich doch am Arsch. So, ich muss jetzt nur ein Portal finden irgendwie. Ich hatte jetzt vermutet, da kommen wir auch irgendwie hoch, aber da habe ich wohl falsch vermutet. Nein. Ach komm, das lassen wir jetzt mal hier, ne, Freundchen. Ey.
So. Oh, der ist böse. Dem ist böse. Nicht lustig. Edgy Badgy aufs Maul, Freundchen. Ja. Ich brauche ein Portal. Ich brauche ein verschissenes Portal. Hallo, Jungs. Ach ja, ist ja gut. Hey. Können wir den Scheiß mal lassen? Was ist das hier? Teufelschlund, naja, das ist auch nicht das, wo wir hinwollen. Sag mir doch mal, wo hier ein Portal ist. Aber ich sehe, ach komm, stirb einfach. Sag ich doch. So, ihr Lieben, das war's für diese Folge. Dann suchen wir in der nächsten Woche das, nächsten Folge, nicht nächsten Woche. Doch, obwohl in der nächsten Woche kommt hin, weil das wird jetzt die Folge vom Freitag. Egal, wir werden in der nächsten Folge nach dem nächsten Portal suchen und mal wieder zurückporten und uns mit dieser komischen Kaiserin, Königin, was immer sie ist, unterhalten und schauen, was sie uns zu sagen hat. Tschüss.